Hallo und herzlich willkommen zu BÖF. Ich wünsche euch bei der Folge von heute viel Spaß. Wir sind hier nach wie vor bei unserem Schoko-Bananen-Brot-Rätsel. Und zwar, wir haben ja, oder ich habe probiert, hier irgendeine Zahlenkombination zu finden, die irgendwie passt, aber irgendwie mir alles total unlogisch erscheint. Weil, ja, wir haben überhaupt gar keine Anhaltspunkte, um irgendwie irgendwas miteinander zu verbinden. Wir wissen nicht, ob in dieser Reihe es eine Zahlenkombination gibt, ob es hier lang eine gibt und hier lang. Und wenn ja, was hat das dann hiermit noch zu tun? Gibt es hier insgesamt eine Zahlenkombination? Und jetzt habe ich wirklich die ganze Zeit einfach nur auf dieses Bananenbrot-Schokoteilstück geschaut. Na, ist es mir dann wie Schuppen von den Augen gefallen. Und zwar ist das eigentlich, ja, die Reihenfolge. Also, wenn man von hier nach hier geht, liegt das hier an Stelle 3, das hier liegt an Stelle 5. Und hier 1, 2, 3, 4, 5. Und genau das probieren wir jetzt einmal raus, aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, und genau das ist das Rätsels Lösung. So, Schokobananenbrot essen. Yum, 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 yum. Ey, ich möchte weiter essen. Naja, wir haben aber hier, das ist keine Feder, das ist irgendwie ein Gewürzblatt. So, dann haben wir alle Zutaten, die wir hier in den Teig reinpacken müssen. So, können wir das noch... Ah, hier können wir jetzt Plätzchen backen. Das machen wir dann mal. Leckere Schokoplätzchen. Oh, da ist ein Zahn drin. So, damit haben wir dann schon zwei Zähne für unseren Freund. Und die paar Knochen. Gut, dann sind wir aber hier in der Konditorei jetzt auch fertig. Und schauen mal, was in der Stadt noch so... Oh, okay. Also ich gehe mal davon aus, dadurch, dass sich das Tor jetzt gelöst hat, sind wir hier fertig. Ich glaube, hier haben wir auch wirklich alles durch. Das Einzige, was noch gewesen wäre, ist hier. Aber die wollen wir nicht stören, diese Leutchen, die hier sitzen. Gut, dann gehen wir jetzt in den neuen Teil der Stadt. Schauen wir erstmal. Das hier scheint so eine Wäscherei zu sein. Oh, Moment. Eine Bücherei. Hier haben wir irgendein Haus. Das scheint hier irgendwie so ein Krimskramsladen zu sein. Und hier ist irgendein, ja, Geschäft oder so. Das schauen wir dann. Wir fangen ganz von Anfang an. Wir gehen jetzt als allererstes in die Wäscherei. So, hier sitzen ein paar Leute. Mal gucken, ob wir mit denen reden können. Ach Gott. Nee, das ist ein Knochen. Den wollen wir ja nicht von ihm klauen. So, hier haben wir wieder so ein Rätsel. Denke mir mal, wo wir die Dinge... Ach, wir müssen es irgendwie drehen. Aber je nachdem, was wir drehen... Okay, wir müssen einfach nur von oben nach unten. Und da bekommt sie hier Blümchen im Haar. Und da scheint irgendeine Kombination zu sein. Müssen wir uns daran erinnern? Die Frau hat eine Kombination in ihren Haaren. So, dann haben wir hier einen Getränkeschrank. Da gibt es aber nichts für uns. Hier in den Wäschedings können wir einmal schauen. Komm, wir hängen hier einfach mal Wäsche auf. Hallo Hand. Aha, hier haben wir einen Ring, den werden wir wahrscheinlich haben wollen. Hier, irgendwas? Okay, wir müssen die Dinger da hochschnipsen. Ja, ist gar nicht so einfach. So, alles da hoch. Los. So, eins noch. Komm. Das letzte kriege ich nicht da hoch.
Das ist das zu packen. So, jetzt, nein, nicht dran vorbeifallen. Nochmal. Und hopp. Hopp. Los. Komm, 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 komm. Noch ein Stück. Los. Oh Gott, wer hat sich denn das ausgedacht? hopp. Also, ein einziges Teil, wenn ein einziges Teil noch übrig ist, das hier wegzuschnippeln. Komm. Ach so, ich muss da gar nicht... Ah, ich musste gar nicht auf das Teil rauf. Okay. Jetzt haben wir hier etwas gefunden. Aber wir sind immer noch nicht an den Ring rangekommen. Da müssen wir uns mal weiter in der Wäscherei noch umschauen. Hier gehen wir mal die Waschmaschine durchsuchen. Hier sind Blümchen. Hier ist ein Zahlenkombinationsschloss. Ist das eventuell das, was die Frau, die Dame in ihren Haaren hat? Ja, hier haben wir einen Punkt mit einem Halbkreis. Irgendwie so, das sieht nicht so aus, als ob das hier passen würde als Kombination. Hier könnten wir aber das hier schon mal reinstecken. Also wir müssen hier für dieses Schloss Teile finden. Okay. Hier haben wir noch ein Teil. So, dann kann das hier hin. So, bei den Waschmaschinen war es das. Hier haben wir noch etwas. Okay. Das ist also so ein Puzzle. Hier müssen wir so eine Figur zusammensetzen. Ein Käfer. Hier haben wir... Das kommt hier hin. Dann haben wir die Flügelchen. Und die Beinchen. Hier hin, die kommen hier hin und die kommen in die Mitte. So. Ja, nicht ganz so. Gut, dann haben wir wieder so ein Teil für die Waschmaschine. Und das kommt hier hin. Da waren wir, hier haben wir noch ein Bild. Uiuiui, hier ist aber viel los. Aber wir haben schon, was wir haben wollten. Was sind das denn? Fliegende Fische um ihren Kopf. Wir können auch hier direkt nochmal gucken. Da wird es dann wahrscheinlich auch ein Teil geben, was wir brauchen. Ja. Ah, okay. Jetzt brauchen wir die Haare. Wir hatten hier auf alle Fälle das Symbol. Bei den anderen muss ich noch mal schauen. Okay, das haben wir eingesetzt. Dann brauchen wir diese Pfeile und die Pyramiden. So, hier die Pfeile und die Pyramiden. So, dann haben wir zwei Teile gefunden. Ich hoffe, das reicht aus. So, bauen wir... Das hier hin und das hier hin. Und damit haben wir das Schloss geöffnet von der Waschmaschine. Und bekommen die Hand. Unser Freund bekommt seine Hand. Gut, dann sind wir jetzt mit der Wäscherei durch. Und gehen auf zu einem neuen Abenteuer weiter in der Stadt. Das war heute die Folge mit Birth. Bis zur nächsten Folge wünsche ich euch viel Spaß.